Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation und 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yo, ich habe heute mal wieder ein Thema vorbereitet und zwar ein sehr interessantes Thema. Natürlich erstens mal mega Informationen, wenn ihr es noch nicht wisst. Ich gehe aufs Oktoberfest nach München. Ich habe es ja schon in einem Video angekündigt. Mein erstes Mal auf der Wiesn und ja, ich fahre mit dem Fernbus dorthin. Mein Fernbus.de, so heißt das ganze Teil. Was ist denn jetzt los? Oh ja, auf jeden Fall, ich fahre mit dem Fernbus nach München und ja, dort werde ich dann direkt zur Theresienwiese laufen. Und versuche natürlich in so ein Zelt zu kommen, um dieses leckere, frische, kühle, falsch eingeschenkte 0,7 Liter große, überteuerte Gersten Hopfen Wasser Dingsbums zu trinken. Ja. Und ja, ich freue mich da schon richtig, weil ich noch keine Ahnung habe, wie dieses Bier überhaupt schmeckt. So, natürlich könnten jetzt manche sagen, oh, Bier ist Bier, aber ich denke nicht, da das Bier wahrscheinlich ein bisschen besser schmecken wird, weil die Atmosphäre einfach besser ist. Ist halt einfach so, ne? So, oh Gott, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. München, ne? Reisen ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich reise eigentlich nicht. Ich reise eigentlich, das Weiteste, was ich eigentlich reise, ist von hier zum McDonald's und vom McDonald's dann wieder mit dem Bus zurück. Ist nicht weit, aber das reicht mir eigentlich, ne? Ne, Spaß ist beiseite. Ich freue mich schon richtig. Ich habe 34 Euro bezahlt mit dem Bus hin und mit dem Bus zurück. Und der Bus hat auch noch WLAN, Steckdose, alles cool. So, ja, ist er noch ein bisschen hin? Aber jetzt lass uns was anderes reden. Kurzes Video. Und zwar YouTuber und Privatsphäre. Wie sieht das eigentlich aus, Leute? Ich meine, viele große YouTuber beschweren sich zurzeit, dass, oder haben in ihren Videos schon gesagt, dass ihre Privatsphäre im Arsch ist. Dass sie im Schwimmbad erkannt werden, dass Leute vor der Haustüre verweilen, dass Leute Sturm klingeln, dass Leute den Namen rufen von dem YouTuber direkt vor der Wohnung. Und ich will auch meine Meinung dazu sagen. Ich mache jetzt auch Real-Life-Videos. Und erstens mal, wenn jemand vor der Wohnung verharrt, irgendein YouTuber, oder ne, irgendwelche Abonnenten vor der Tür und schreien, hey, der junge Zocker, komm raus. Dann ist das absolut krank. Mehr kann man dazu nicht sagen. Aber wenn jemand, ach Mann, hier läuft nur Mistmusik, wartet mal. Aber wenn jemand im Schwimmbad Fotos will oder Fans in der Innenstadt auf einen losgehen und Autogramme wollen, dann ist das total normal. Jeder YouTuber, der sich entscheidet, sogenannte Real-Life-Videos zu machen auf YouTube, ist mit 100% selbst daran schuld. Er muss mit dem rechnen. Er ist selber schuld. Der YouTuber verdient einen Haufen Geld und ist nun mal seine Privatsphäre im Arsch. So, YouTuber wissen das, ne? Und man kann dagegen nichts tun. Ein ungespielt, wobei ich den YouTuber überhaupt ganz ehrlich scheiße finde. Es ist für mich ein Kiffer. Auf jeden Fall, es geht mir darum, dass ein ungespielt, oder wie dieser Kiffer heißt, nicht in der Innenstadt rumlaufen kann. Von Köln zum Beispiel. Und das sind nicht nur Kinder, die ihn ansprechen, sondern das sind auch Erwachsene, die ihn zum Beispiel im Fernsehen gesehen haben oder halt einfach Leute, die
Es ist so. Ich meine, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Aber wir werden die ganze Zeit Leute wie Ungespielt oder Paluten oder was weiß ich empfohlen. Furchtbar. Und ich kann euch eins sagen, wenn ich diesen Ungespielt oder diese nervigen YouTuber irgendwo auf der Straße sehe, ich werde den auf jeden Fall anquatschen und dem mal die Meinung sagen. Aber richtig, ich lasse da meine richtigen Emotionen raus. Von mir aus. Furchtbar, ich hasse es. Ich hasse YouTube langsam, wirklich. Ich liebe es, YouTube-Videos zu machen, aber ich hasse es, wenn mir irgendwelche Kack-YouTuber empfohlen werden. Naja, auf jeden Fall sind die YouTuber natürlich auch mitunter selber schuld. Weil es sind Menschen der Öffentlichkeit. Es sind, naja, Stars sind es nicht. Stars haben etwas. Ich finde es, ein Star hat etwas erreicht. Johnny Depp ist ein Star. Til Schweiger ist ein Star. Ed Sheeran ist ein Star. Taylor Swift ist ein Star. Im deutschen Sprachraum vielleicht Xavier Naidoo ist ein Star. Wen gibt's da noch? Dieter Bohlen ist ein Star. Aber ihr müsst mir nicht sagen, dass ein ungespielter Star ist. Was hat er erreicht? Nichts. So. Auf jeden Fall, ja, das war's eigentlich schon. Bis dann. Ciao.